Hallo ihr Lieben, heute ist Mittwoch, der 11. März. 8., 9., 11., ja, heute ist der 11. März und ich bin noch in der alten Wohnung, wie ihr seht. Und ich dachte mir, ich starte den Vlog ein letztes Mal aus dieser Wohnung hier. Und ja, ich bin jetzt fertig. Ich habe bis jetzt gerade eben alles geputzt, alles fertig gemacht. Gemalert haben wir auch die Tage, wie ihr seht. Und ich bin durch. Ich bin fertig, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe die Schnauze voll, ich habe das Fenster geputzt, obwohl es regnet. Ich muss halt meine Wohnung mit geputzten Fenstern abgeben, aber die sahen halt scheiße aus. Deswegen musste ich sie putzen, auch wenn sie jetzt eh wieder dreckig werden, weil es regnet. Aber so ist das. Ja, ich stehe in meinem alten Schlafzimmer und es ist schon irgendwie merkwürdig, jetzt hier zu sein und zu wissen, ich komme. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Weekly Living. Ich habe mir gedacht, ich starte das Weekly Living einfach mal im Auto. Ich muss jetzt zwei, drei Wege erledigen fahren und ich dachte mir, ich nehme euch einfach mal mit. Das habe ich sehr, sehr lange nicht getan. Ich habe ja früher die Kamera überall mal mit hingenommen und habe überall mal ein bisschen was gefilmt, wenn es sich die Gelegenheit ergeben hat. Und das habe ich dann irgendwann nicht mehr gemacht und da wir ja jetzt Weekly Livings machen, dachte ich mir, könnten wir ja vielleicht ein bisschen wieder dorthin zurückgehen. Also quasi back to the roots und ich nehme euch mal wieder ein bisschen mit überall hin mit der Kamera und ja, zeige euch auch so ein bisschen was von meinem Tag. Ich möchte das gerne mal probieren. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Vielleicht ist das jetzt auch das einzige Mal, dass ich euch mitnehme. Ich habe keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall muss ich zwei, drei Sachen erledigen. Ich muss ein Paket abholen, ich muss in die Stadt auf die Bank und noch ein Rezept holen beim Arzt und dann dachte ich mir, machen wir das doch einfach zusammen. Und ja, es ist heute Donnerstag im Übrigen. Der 12. März müsste heute sein. Und der Umzug ist vorbei. Ich habe gestern die alte Wohnung fertig gemacht. Endlich. Ich habe 3 Tage in der alten Wohnung gebraucht, um zu malern, alles zu putzen, alles ordentlich zu machen. Ich war... Oh, jetzt ist hier das Licht in der Garage ausgegangen. Auch gut. ja, auf jeden Fall habe ich ewig gebraucht in der alten Wohnung, um dort alles halbwegs ordentlich hinzukriegen. Und ja, ich war gestern am Ende. Ich war kurz vorm Nervenzusammenbruch. Milo ist gestern ja noch operiert worden. Das hat dann natürlich auch nochmal so dazu geführt, dass meine Nerven blank lagen. Die OP ist durch, er hat sie gut überstanden. Es hat alles geklappt. Naja, auf jeden Fall geht es dem Kleinen Gott sei Dank wieder gut. Wie gesagt, wie die Naht ist, sehen wir nächste Woche. In 14 Tagen werden die Fäden gezogen. Und ja, wir machen uns jetzt mal los. Ich zeige euch nachher noch die neue Wohnung. Wir sind noch nicht fertig. Es sind noch nicht alle Teile gekauft. Wir müssen jetzt aber auch mal aufhören mit Sachen kaufen. Wir haben so viel Geld ausgegeben in den letzten Wochen. Ja, irgendwann ist Geld auch mal alle, ne? Ihr kennt das ja sicherlich. Auf jeden Fall fehlen mir noch 3 Regale, aber die kaufen wir dann irgendwann mal, wenn es passt. Es geht jetzt auch erst mal so. Und ja, ich würde sagen, wir fahren jetzt erst mal los. Mie! Voll das Mistwetter hier! Ich kann euch voll nicht filmen, es regnet wie Sau. Verdammt. Ja, bis dann. Toll, jetzt wo ich alles erledigt habe, hat der Regen aufgehört. Klasse! Naja, so, ich bin jetzt wieder auf dem Heimweg. Ich konnte leider nicht so viel filmen. Boah, es ist übelwindig. Ich hoffe, ihr hört mich. Ich konnte leider nicht so viel filmen, wie ich wollte. Ich melde mich gleich zu Hause nochmal. Hallo! So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Ich bin jetzt wieder zu Hause und ich stehe vor meinen Bücherregalen. Und es hallt immer noch so ein bisschen hier in dem Zimmer, wo wir gerade sind. Wir befinden uns in meinem Wohnzimmer. Dass es hier noch so ein bisschen halt, liegt daran, dass dieser komplette Bereich hier vor den Bücherregalen, dass der noch so komplett leer ist. Und ja, da fehlt noch ein Teppich und da fehlen noch Tisch und Stühle. Und
ja, das müssen wir dann so nach und nach irgendwann einfach mal noch mit kaufen. Und ja, das ist unsere neue Wohnung. Ihr seht nichts außer die Bücherregale. Aber ist egal. Aber ich habe alle Regale jetzt nebeneinander stehen und das finde ich toll. Ich habe sie vorhin fertig eingeräumt. Ich habe ewig gebraucht, um die Regale einzuräumen. Heute ist ja Donnerstag, wir sind Samstag umgezogen. Ich habe kein Video gemacht, wie ich die Regale einräume, weil ich das peu à peu gemacht habe. Ich hab gestern Mittag schon angefangen, die Regale einzuräumen. Dann ist Milo operiert worden und dann, ja, habe ich gestern Abend noch ein bisschen gemacht zwischendurch. Und ich habe das so peu à peu gemacht, deswegen habe ich da jetzt kein Video zu gemacht, wie ich diese Regale einräume. Ich kann euch gerne dann mal ein komplettes Regal-Update geben, wenn ihr das wollt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, dann mache ich mal so ein Update. Ihr kennt das ja schon, wir gehen dann Fach für Fach alles durch, obwohl ihr schon sehr, sehr viel hier im Hintergrund sehen könnt. Und ja, was ich jetzt nochmal sagen wollte ist, danke. Danke, danke, danke für eure ganzen lieben Kommentare, die ich zu meinem letzten Weekly Living gekriegt habe. Ich war da ja so ein bisschen down und ich war auch sehr frustriert und traurig und ja, hatte dann auch nicht mehr wirklich so Antrieb. Und ich habe dann eure ganzen Kommentare gelesen. Ich habe noch nicht reagiert auf die ganzen Kommentare. Ich weiß nicht, wie viele Kommentare, die ich noch beantworten muss. Das werde ich jetzt auch heute und morgen nicht machen. Also das wird dann im Laufe der nächsten Woche, werde ich dann so peu à peu die ganzen Kommentare beantworten. Also sorry an dieser Stelle, dass es so lange dauert mit den Antworten, aber ich bin umgezogen. Ich habe eine gute Entschuldigung, ich bin umgezogen. Und ja, aber vielen Dank für eure lieben Worte. Nicht nur in den Kommentaren, ich habe auch E-Mails bekommen, die ich auch noch nicht beantwortet habe. Oder auf Instagram habe ich Nachrichten bekommen, die ich auch noch nicht beantwortet habe. Das werde ich dann in den nächsten Tagen alles mal machen. Und ja, ich danke euch für eure lieben, lieben Worte. Ich habe eine WhatsApp gekriegt von einer Autorin, die ich sehr, sehr mag, die ich wirklich bewundere. Und wo ich diese WhatsApp gelesen habe, dachte ich nur so, oh mein Gott, wow, die habe ich im Übrigen auch noch nicht beantwortet. Upsi! Ja, ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut über eure Reaktion zu dem Video. Und ihr habt mir echt gezeigt, wie toll ihr seid. Wirklich, ich kann es nicht anders sagen. Ich mag ja dieses Wort nicht, ich habe eine tolle Community, denn die Community sind wir alle und das bin nicht ich, sondern wir alle sind eine Gruppe, wir sind eine Gemeinschaft und ich danke euch für eure vielen, vielen lieben Worte, Kommentare und alles. Und ja, ich danke auch der Abonnentin, die im Endeffekt den ganzen Kladderadatsch ausgelöst hat, dass sie sich nochmal bei mir gemeldet hat. Ich habe auch dir noch nicht geantwortet. Verdammt, ich muss das echt mal machen. Und ja, die Abonnentin hat sich auch nochmal bei mir gemeldet. Sie hat auch nochmal einen Kommentar geschrieben und sie hätte nicht gedacht, dass sie sowas damit bei mir auslöst. Ich glaube auch, ihr Kommentar war wirklich einfach nur so der Tropfen auf den heißen Stein, der das Ganze dann einfach zum Überlaufen gebracht hat, das Ganze. Ansonsten weiß ich nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ich bin wie immer nicht vorbereitet auf dieses Video. Mein Mann ist jetzt gerade nochmal rüber in die alte Wohnung, deswegen dachte ich mir, ich drehe das jetzt schnell. Und ja, aber ich danke euch auf jeden Fall und ich weiß es wirklich sehr zu schätzen, dass ihr so hinter mir steht und dass ihr mir da auch so viel Kraft gegeben habt. Und ja, ich habe jetzt auf jeden Fall wieder Antrieb. Ich will wieder Videos machen und ich habe jetzt einen tollen Hintergrund und ich drehe ohne Softbox und alles. Und ich finde vom Licht her, es ist heute sehr, sehr bewölkt und es regnet ja die ganze Zeit immer mal wieder. Und ich muss sagen, vom Licht her ist es doch eigentlich ganz cool. Also vielleicht kann ich mir die Softbox das ein oder andere Mal in Zukunft schenken. Vor allen Dingen, wenn ich noch näher ans Licht rangehe. Wartet mal, ich gehe mal richtig bis vor zum Licht. Upp. Dann seht ihr zwar hier unsere Kabellage und Milo seine Schüssel, aber ja, das ist quasi die Entfernung von dem leeren Raum. Hui. Ja, also hier kommt dann wie gesagt noch ein Tisch hin und Stühle und ein Teppich, aber das dann alles so nach und nach. So, ich stelle mich mal wieder so, dass ihr nur das Bücherregal seht. Und ja, ich hatte auch Fragen bekommen zum Thema Umzug. Wer mich jetzt noch nicht so lange verfolgt, der hat das wahrscheinlich im Laufe der letzten Jahre alles nicht so mitbekommen. Deswegen dachte ich mir, ich nutze diese Gelegenheit hier, euch gleich nochmal die Fragen zu beantworten zum Thema Umzug. Häufig habe ich die Frage bekommen, warum ziehst du um? Gab es Probleme in der alten Wohnung oder bist du schwanger oder keine Ahnung was? Und ja, als allererstes, ich bin nicht schwanger, ich bekomme kein Kind und ich habe auch nicht vor, in nächster Zeit ein Kind zu bekommen. Also nein, wir sind einfach umgezogen, weil wir eine größere Wohnung wollten. Und wer mich jetzt schon 3-4 Jahre verfolgt, der hat ja damals das Drama in unserer alten Wohnung mitbekommen.
Wir machen das so. Ich erzähle euch kurz unsere Wohnungsgeschichte. Ich bin mit 18 Jahren zu Hause ausgezogen, bin mit meinem jetzigen Mann zusammengezogen und wir haben 8 Jahre, waren es glaube ich, nebenan im Haus, wo wir jetzt wieder wohnen, nebenan im Haus, haben wir 8 Jahre in einer Zweiraumwohnung gewohnt. Und wir wollten dann nach einigen Jahren schon eine größere Wohnung, weil unsere Zweiraumwohnung waren glaube ich 46 Quadratmeter und ja, ihr kennt das, man sammelt im Laufe der Zeit einfach immer mehr Mist an und irgendwann hat man das Gefühl, die Wohnung ist zu klein. Und dann hatten wir uns schon beworben bei uns in der Genossenschaft. Bei uns in der Genossenschaft ist es so, man muss halt sich quasi auf eine Warteliste setzen lassen für eine größere Wohnung, weil unsere Genossenschaft ist sehr gefragt und das ist halt nicht so einfach, hier dann Wohnungen zu kriegen, weil kleine Wohnungen haben sie mehr, größere Wohnungen haben sie weniger. Und je größer die Wohnung, umso weniger haben sie die. Und ja, auf jeden Fall haben wir uns dann vor ewigen Jahren schon auf eine Warteliste setzen lassen für eine große Wohnung. Und 2012 haben wir ja Milo geholt und 2013 sind wir dann in eine Dreiraumwohnung gezogen, die jetzt nicht so riesig war. Sie war quasi von der Größe her wie unsere Zweiraumwohnung, hatte halt nur ein Zimmer mit 12 Quadratmetern mehr. Haben wir aber gesagt, okay, hey, bevor wir jetzt mit dem Hund länger in der Zweiraumwohnung bleiben, nehmen wir diese Wohnung erstmal. Haben aber immer wieder gesagt zu unserer Genossenschaft, wir hätten gern tatsächlich irgendwann eine größere Wohnung, ne? Wirklich größer. Und ja, sind dann halt 2013 im Juni in unsere erste Dreiraumwohnung gezogen, haben dort 3 Jahre gewohnt, dann hatten wir dort arge Probleme mit unseren Nachbarn, im Sinne von, dass die sich den ganzen Tag nur belegt haben von früh bis spät und das auf übelste Weise. Und die Frau, die unter uns gewohnt hat, das hat einfach alles nicht funktioniert. Sie hatte auch ein Problem mit Milo, sie meinte, er würde Haare im Haus verlieren, wo dann unsere Vermieterin damals noch gesagt hat, der hat nicht mal Unterwolle, was verliert dieser Hund bitte für Haare? Und ja, auf jeden Fall hatten wir damals das Gefühl, dass diese Frau uns einfach loswerden wollte. Ich glaube, sie hatte einfach irgendein persönliches Problem mit uns. Woraufhin wir dann nach diesem Dauerterror, den wir auch hatten durch die unten drunter, also das war absolut unschön, die haben sich da, die hat sich da mit ihrer Tochter betitelt, richtig laut, die haben die Türen geklatscht. Mein Mann konnte nicht schlafen, wenn er aus der Nachtschicht kam, weil die sich da einfach den ganzen Tag belegt haben. Und dann sind wir halt unter der Voraussetzung zur Genossenschaft gegangen und haben gesagt, hier, es geht nicht mehr, wir wollen eine neue Wohnung, wir müssen dort raus. So, und ja, wir hatten Glück, dass wir uns eine andere Dreiraumwohnung anbieten konnten. Und das war ja die, wo wir die letzten 4 Jahre schlussendlich gewohnt haben. Es ist aber exakt die gleiche Wohnung gewesen, wie die, die wir vorher hatten. Und also schlussendlich auch nicht größer, wie wir sie eigentlich wollten. So, und ja, dann war es ja so, dass vor 2 Jahren, hieß es ja, oder 3 Jahren, hieß es, unsere Genossenschaft macht einen kompletten Neubau, die bauen komplett neue Häuser, da wird alles hochmodern und energieeffizient und keine Ahnung, bla bla. Und da gab es dann so einen Bogen mit den ganzen Grundrissen, den ganzen Wohnungen und da haben wir uns in eine Wohnung verliebt und haben halt gesagt, hey, wir hätten gern in dem Neubau diese eine Wohnung, die ist so toll. Dann nehmen wir es halt auch auf uns, dieses mega viele Geld für die Wohnung zu bezahlen und haben uns dann im Endeffekt auf diese eine Wohnung beworben und man musste dann halt noch eine alternative Wohnung angeben. Und aber alle anderen Wohnungen waren entweder zu klein oder zu groß und dementsprechend auch wieder zu teuer, weil dort hat der Quadratmeter 12,50 Euro warm gekostet. Jetzt rechnet euch mal aus, ja, was dann der Quadratmeter kostet, je größer die Wohnung. Und ja, die Wohnung, die wir im Endeffekt, auf die wir uns beworben hatten, haben wir nicht bekommen. Es gab von dieser Sorte 2 Stück. Die haben wir halt nicht gekriegt und dann haben wir gesagt, gut, dann sind wir da auch raus. Ja, wir waren dann auch nicht böse, dass das halt nicht geklappt hat. Mein Gott, dann haben sie halt wen anders genommen. Wir haben dann halt zwischendurch schon auf dem Wohnungsmarkt halt immer mal rumgeguckt nach anderen Wohnungen, die nicht bei uns in der Genossenschaft sind, weil wir wollten aus dieser Wohnung, wo wir jetzt vorher gewohnt haben, wir wollten dort raus, weil diese Wohnung war auch sehr dunkel und die war einfach zu klein geworden für uns. Und ja, eines Tages kam dann unsere Vermieterin letztes Jahr zu uns und meinte, ich habe da vielleicht was für Sie. Ich habe vielleicht eine Wohnung für Sie. Ich kann Ihnen aber noch nicht sagen, ob das klappt. Das kann ich Ihnen erst frühestens Anfang 2020 sagen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir warten jetzt bis Anfang 2020, was sie uns zeigen möchte. Und ja, dann hat sie uns im Januar diese Wohnung hier gezeigt, wo wir jetzt im Endeffekt eingezogen sind. Und wir haben uns in diese Wohnung verliebt. Die ist wahnsinnig groß. Wir haben schon festgestellt, wir brauchen Walkie-Talkies oder sowas, weil wenn mein Mann im Bad ist und ich bin im Büro, wir hören uns nicht. Also es ist einfach der Hammer. Diese Wohnung ist einfach riesengroß und ja, deswegen sind wir umgezogen. Einfach, weil wir schon immer eine größere Wohnung wollten. Gerade mit Milo hatten wir gesagt, wir hätten gerne ein bisschen mehr Platz.
Und ja, dass es jetzt im Endeffekt so eine riesige Wohnung geworden ist, das war jetzt einfach Glück, sage ich jetzt einfach mal. Von dieser Wohnung, wie wir sie haben, gibt es insgesamt 3 Stück bei uns in der Genossenschaft. Also ich finde meine Vermieterin einfach toll, dass sie uns diese Wohnung angeboten hat. Ja, wie gesagt, wir standen jetzt auch schon ewig auf der Warteliste, aufgrund dessen, dass wir uns ja schon vor Jahren für eine große Wohnung quasi beworben haben. Und ja, aber das ist halt einfach der Grund. Wir wollten halt damals schon eine größere Wohnung haben und wie gesagt, in unserer jetzt letzten Wohnung, wo wir vorher waren, in unserem kleinen Bunker, wie wir sie liebevoll genannt haben. Unsere Wohnung war immer liebevoll der Bunker, weil sie einfach extrem dunkel war. Das ist eine Erdgeschosswohnung gewesen und da waren überall Bäume und Büsche davor und du hattest halt auch null Sonne auf der Seite, was praktisch war. Das war keine Wetterseite, also du musstest selten Fenster putzen. Jetzt sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Also im Endeffekt einfach der Grund, warum wir umgezogen sind. Wir wollten halt einfach mehr Platz. Und ja, jetzt haben wir eine große Wohnung und das ist sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Wir haben das kleinste Zimmer in dieser Wohnung, ist unser Schlafzimmer. Das war echt eine Herausforderung, weil wir hatten 2 große Kleiderschränke, die nicht mehr reingepasst haben. Wir haben jetzt aus 2 großen Kleiderschränken einen gemacht, plus 2 kleine Kommoden. Und das war echt eine Challenge. Ich habe so viele Klamotten aussortiert, was ja gar nicht verkehrt ist. Ne? So viel Mist wollte ich auch gar nicht mehr haben. Aber das war echt die Herausforderung schlechthin, dass diese Klamotten alle wieder in den Kleiderschrank passen. Und ja, wir haben jetzt ein riesiges, riesiges Bad. Ja, wir haben jetzt einfach eine wahnsinnig tolle Wohnung. Das Einzige, was noch fehlt, ist unsere Küche. Wir haben eine neue Küche gekauft und diese Küche kommt erst in 3 bis 4 Wochen. Die hat halt 8 Wochen Lieferzeit gehabt und ja, also so Ende März, Anfang April kommt die neue Küche und wenn die dann da ist, dann ist alles fein. Bis jetzt ist in unserer Küche Kartonchaos, also ich kann euch das ja mal kurz zeigen. Da, das ist aktuell unsere Küche, es ist Kartonchaos schlechthin. Wir haben uns provisorisch eine Ablage gebaut und ja, wenn die Küche dann da ist, dann bin ich happy und glücklich. Ich muss jetzt drüben noch ein paar DVDs auspacken in unserem Büro quasi und ja, ich muss mir noch was überlegen, denn das Büro ist ja jetzt größer wie vorher, weil es ja eigentlich das Schlafzimmer ist. Aus logistischen Gründen haben wir aber die Zimmer getauscht. Wir haben aus dem eigentlichen Schlafzimmer unser Büro gemacht und aus dem eigentlichen Büro-Kinderzimmer unser Schlafzimmer, weil da drüben kein Internetanschluss ist. Und wir hätten ein komplettes Kabel durch die ganze Wohnung legen müssen für Internet und das wollten wir nicht. Und zum anderen ist es einfach praktischer, wenn ich zum Beispiel hier sitze und fernsehe, wäre mein Mann direkt nebenan nur durch eine Tür getrennt und müsste dort schlafen. Und auch das Bad ist am anderen Ende der Wohnung. Und wenn du nachts mal Pipi musst, musst du quasi einmal hier durch das ganze Zimmer laufen, den Flur entlang und das bist du ewig unterwegs, wenn du mal aufs Klo musst nachts. Und deswegen haben wir gesagt, es ist das Beste, wenn wir die Zimmer einfach tauschen. Und ja, wir haben alles reingekriegt. Das Schlafzimmer ist klein und muckelig und gemütlich, aber mich stört das nicht. Ich schlafe da ja eh nur. Und ja, jetzt muss ich im Büro noch meine DVDs fertig einpacken und dann habe ich erstmal alles so weit fertig, wie ich fertig werden kann, bis die Küche halt da ist. Und ja, so viel zum Umzug. Aber ich bin echt fertig. Also ich merke, den Umzug vor 4 Jahren, den habe ich noch leichter weggesteckt als den Umzug jetzt. Also der Umzug jetzt steckt mir noch ganz schön in den Knochen. Also es war jetzt die letzten Tage echt alles mega anstrengend. Ich habe natürlich nichts gelesen. Ich habe zwei Stunden habe ich mal mit Tina DVD gespielt in den letzten Tagen, weil wir testen mussten, ob das halt alles wieder funktioniert und angeschlossen ist. Und ja, es war einfach eine sehr anstrengende Woche. Ich bin froh, dass das jetzt vorbei ist. Und ich würde sagen, ich zeige euch die Wohnung im Ganzen, wenn die Küche da ist. Dann gebe ich euch nochmal eine kleine Wohnungstour, falls euch das überhaupt interessiert. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ja, das würde ich halt machen, wenn die Küche da ist und die Wohnung halt auch fertig ist. Es fehlt auch hier noch ein Regal und da noch ein Regal und dort noch ein Regal. Und es fehlen halt auch noch viele Kleinigkeiten, wie gesagt, der Tisch und die Stühle und das alles fehlt auch noch. Ja, so ist der Stand der Dinge. Ich habe jetzt sehr, sehr viel geredet. Ich werde die Tage vielleicht nochmal 2, 3 Updates drehen. Aber ich glaube, dieses Weekly Living wird wieder extrem lang werden. Aber ihr wollt ja immer lange Videos. Also von daher, ja, ein Krankenwagen. Wir wohnen jetzt im Übrigen wieder an der Bundesstraße, deswegen wird es jetzt im Hintergrund wahrscheinlich immer ein bisschen lauter sein wie vorher. Aber ja gut, damit kann ich jetzt leben und damit müsst ihr jetzt auch leben und ich bin schon wieder unscharf. Kamera, hier ich, danke. Und ja, so ist das halt. Ansonsten, wie gesagt, Milo geht's gut nach der OP, er hat die gut überstanden. Mein Schatz, du tollst schon wieder rum und er spielt auch schon wieder und
er will immer so ein bisschen rennen und machen und merkt dann halt immer, dass es so zieht an der Seite, dass es halt nicht so geht. Da müssen wir jetzt halt aufpassen, bis die Fäden gezogen werden in den nächsten 14 Tagen. Und ja, dann wird das auch wieder. Und wie gesagt, Umzug ist geschafft. Jetzt kann hier so langsam mal wieder Normalität einkehren. Und ja, Wohnungstour, wenn die Küche fertig ist. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas anderes euch erzählen wollte, ob ich irgendwas vergessen habe. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Dieses Wochenende wäre ja eigentlich das Buchmesse-Wochenende gewesen. Viele, viele sind ja trotzdem nach Leipzig gefahren, weil sie einfach ihre Zimmer nicht mehr stornieren konnten. Und dann machen sie es halt in Leipzig, sich ein schönes Wochenende, kann man ja auch machen. Kann ja dort auch in den Zoo gehen oder so. Ansonsten kann ich euch noch was erzählen. Ich habe gestern ja meine Wohnung fertig geputzt, die alte. Und das Beste, was ihr machen könnt, wenn ihr putzen müsst, schaut euch ein Video von der lieben Sarah von The Court of Wanting Books nebenbei an. Hört ihr zu, wenn sie erzählt. Das ist das Beste, was man machen kann beim Putzen. Es war sehr entspannend. Ich habe da die ganze Zeit geputzt und Sarah zugehört, wenn die über Bücher erzählt. Es war einfach echt, es war einfach sehr entspannt. Das muss ich an dieser Stelle mal sagen. Ich höre da der Sarah wirklich sehr, sehr gerne zu. Und ich kann euch nur sagen, wenn ihr Sarah noch nicht kennen solltet, ich verlinke sie euch nochmal in der Infobox, schaut bei ihr vorbei. Sarah ist einfach eine meiner allerliebsten Booktuberinnen, eigentlich die liebste Booktuberin inzwischen, also die, die ich auch am meisten gucke. Ich gucke ja nicht mehr so viel Booktube, ich schaffe das zeitlich auch alles gar nicht mehr, aber Sarah, ihre Videos gucke ich immer. Und ja, ich freue mich da mal, wenn ein Video kommt und ja, schaut auf jeden Fall bei ihr vorbei, falls ihr sie noch nicht kennt. Und ja, das wollte ich an dieser Stelle sagen. Also wenn ihr mal Großputztag habt, macht euch ein Video von Sarah an. Die gehen ja auch immer schön lange, weil Sarah redet ja auch immer so viel wie ich. Und ja, das funktioniert echt super. So, jetzt habe ich mich noch kurz bei Sarah eingeschleimt. Hallo. Und ja, jetzt werde ich, wie gesagt, meine Bücher einräumen und meine Bücher nicht. Jetzt werde ich, wie gesagt, meine DVDs noch fertig einräumen und dann schmeiße ich mich heute einfach nur auf die Couch und mache nichts mehr und kümmere mich ein bisschen um Milo. Vielleicht spiele ich heute auch ein bisschen. Ja, auf jeden Fall ja, rede ich jetzt schon viel zu viel und viel zu lang. Deswegen höre ich jetzt auch wirklich auf. Es regnet schon wieder. Das Wetter im Moment ist echt ätzend. Ja, ich würde sagen, ich melde mich dann einfach in den nächsten Tagen nochmal. Vielleicht mache ich das Weekly Living jetzt bis Sonntag oder so. Ich weiß es nicht. Ich muss mal gucken, was hier so passiert in den nächsten Tagen. Und dann geht das nächste Woche vielleicht auch schon online. Mal gucken, wie ich das alles zeitlich schaffe. Ich muss erst mal gucken am Montag, wie es auf Arbeit ist. Ich habe die Woche nun Urlaub. Und ja, ich sage jetzt einfach mal, bleibt mir alle schön gesund und bis dann. Und danke nochmal für eure lieben Kommentare. Hallo ihr Lieben, ich wollte mich auch nochmal kurz zwischendurch melden. Ich war gerade in der Badewanne ganz entspannt und naja, ich habe noch komplett nasse Haare. So sehen meine Haare in Natura aus. Ich habe solche extremen Wellen, was immer ätzend ist mit Haare kämmen. Aber naja, gut, so ist das halt. Ja, ich wollte mich einfach nur noch mal bei euch kurz melden, kurz Hallo sagen, weil ich ja neues Weekly Living angefangen habe. Vorgestern? Ich weiß schon gar nicht mehr, wann ich das gemacht habe. Ich glaube vorgestern, am Freitag, ne? War doch Freitag, ich weiß es nicht mehr. Ich hatte auf jeden Fall gestern den ganzen Tag die Hundebesuch von der Jackie, weil Herrchen und Fräuchen von Jackie gestern umgezogen sind. Und ja, habe deswegen auch nicht wirklich irgendwas gemacht. Ich habe in den letzten Tagen, wenn ich mal Zeit hatte, einfach gezockt, weil ich einfach Bock drauf hatte. Und ich habe immer noch nichts gelesen. Ich habe mir mein Buch aber schon hierher gelegt. Wartet. Da. Mein Buch liegt schon hier. Das Lesezeichen ist auch schon raus. Also wenn es klappt, dann will ich heute auf jeden Fall noch 2, 3 Seiten lesen, um einfach mal wieder in meinen Lesefluss reinzukommen, damit hier auch mal langsam mal wieder der Alltag kommt, damit ich langsam auch mal wieder reinkomme in meinen normalen Flow. Heute ist Sonntag, ich muss morgen auch arbeiten. Mein Urlaub ist vorbei. Ich hatte ja jetzt eine Woche quasi Umzugsurlaub, um halt alles fertig zu kriegen. Und ja, ich brauche jetzt eigentlich Urlaub vom Urlaub. Aber es ist alles fertig dafür. Die alte Wohnung ist abgegeben, die ist weg. Eine Belastung weniger. Wir haben jetzt nur noch unsere neue Wohnung hier und ja, ich hatte ja das letzte Mal bei meinem letzten Update Gründe und alles für den Umzug nochmal erklärt und euch erzählt. Und ja, falls es im Hintergrund ein bisschen laut ist, ich hatte ja gesagt, wir wohnen jetzt wieder an der Bundesstraße bei uns. Und das Fenster ist gerade offen zum Lüften, deswegen ist es vielleicht im Hintergrund ein bisschen laut, weil hier die Autos vorbeifahren. Ja, also ich habe nicht wirklich viel gemacht die letzten Tage, was das Lesen betrifft. Wartet mal, ich mache mal kurz das Fenster zu. Sekunde. So, ich habe
Fenster zugemacht. Dann ist es vielleicht nicht mehr ganz so laut, aber hier vorne in der Küche ist auch noch Fenster offen und drüben ist Fenster offen, weil wir gerade nochmal richtig durchlüften. Also ja, es kann immer noch laut sein, aber egal. Ja, also ich habe die letzten Tage, wie gesagt, nicht viel gemacht. Gestern hatte ich den ganzen Tag Jackie zu Besuch und da habe ich mit den beiden Hunden so den Tag verbracht, aber die waren eigentlich echt gechillt, also dass ich gestern auch ein bisschen zocken konnte. Und ja, mehr habe ich nicht gemacht. Wie gesagt, ich gucke jetzt, dass ich wieder in meinen Alltag reinfinde und auch wieder in meinen Leseflow wieder so langsam reinkomme, dass einfach alles jetzt hier wieder Alltag wird. Und ja, ich habe euch eigentlich auch nichts zu erzählen. Ich wollte mich einfach nur mal melden, damit das hier ein ordentliches Weekly Living wird und nicht wieder nur zwei Einträge, weil ich vergessen habe zu vloggen. Und ja, es gibt immer noch keine Neuigkeit mit unserer Küche. Also die ist immer noch in Bau. Also es soll ja Ende März, Anfang April geliefert werden. Also mein Mann kriegt jetzt schon die Krise, weil er sich nicht richtig zu essen kochen kann. Ich bin ja da so ein Kind. Ich bin ja mit so Fertigessen aufgewachsen, weil meine Eltern immer beide arbeiten mussten. Und ja, deswegen kenne ich das halt von klein auf, dass es halt ab und zu auch mal 5-Minuten-Terrin gab und Fertigessen und sowas. Deswegen stört mich das jetzt persönlich nicht. Aber mein Männlein, der kriegt langsam hier die Krise. Ich will was Richtiges zu essen. Können wir uns nicht irgendwas kochen? Ja, wir haben heute auch das erste Mal Ei in der Mikrowelle gemacht. Also wir haben Rührei in der Mikrowelle gemacht heute zum Frühstück und das hat echt gut funktioniert. Ich finde, es ist eine super Alternative zum Braten. Spart auf jeden Fall das Öl. Und man kann dann hinterher Salz, Pfeffer und keine Ahnung was ja eh noch dran machen. Also hat echt gut funktioniert. Also hätte ich nicht gedacht, dass Ei in der Mikrowelle so gut wird. Aber es klappt. Willst du auch mal in die Kamera kommen? Komm mal hier. Komm mal hoch, Schatz. Komm. Komm her. Komm hoch, Baby. Guck mal, da ist der Milo und dem geht's gut. Der hat die OP super überstanden. Das Pflaster ist auch noch dran. Kann ich jetzt mal zeigen. Da ist das Pflaster mit der Wunde. Und ja, wir haben es noch nicht abgemacht, aber es hat nichts mehr geblutet und durchgesuppt durch das Pflaster. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal von aus, dass alles okay ist. Er legt sich inzwischen auch wieder auf die Seite drauf, wo die Narbe ist. Also ja, es scheint alles gut zu sein. So, und ja, mehr habe ich eigentlich auch nicht zu erzählen, deswegen höre ich jetzt auch auf. Ich wünsche euch erstmal noch, ja, nein, das ist kein Ende, wartet. Ich sage jetzt einfach mal bis später. Ah, ich ärgere mich gerade. Es ist Mittwoch, der 18. März. Ich dachte gerade, ich nehme einen neuen Abschnitt fürs Weekly Living auf. Auch wenn es spät ist, ich scheiße aussehe, ist mir egal. Und ja, ich habe jetzt ungefähr eine Viertelstunde erzählt und meine Kamera meinte dann so, Speicherkartenfehler, ich nehme das jetzt nicht auf, ich lösche das jetzt wieder, Elle-Badge. Aufnahme futsch. Jetzt muss ich euch alles nochmal erzählen und ich habe keine Ahnung, was ich euch gerade alles erzählt habe. Das kommt doch immer so aus dem Nichts. Und jetzt muss ich versuchen, euch alles nochmal zu erzählen und dass ich nichts vergesse. Ich werde bestimmt etwas vergessen. Ist das frustrierend. Ich fange jetzt mal mit dem an, was ich euch gerade als letztes gezeigt habe. Ich habe gerade zum Schluss mit euch noch zusammen was ausgepackt, was ich ja jetzt nicht mehr auspacken kann, weil ich es ja gerade eben schon ausgepackt habe. Deswegen muss ich euch das jetzt so zeigen, ohne auspacken. Verdammt. Und zwar, ich habe heute Buchpost bekommen von der lieben Kessia. Und die Kessia ist schon seit längerer Zeit eine Zuschauerin von mir und ich konnte sie auch sofort zuordnen. Ich wusste auch, wer sie ist, als sie mir eine E-Mail geschrieben hat und gefragt hat, ob ich nicht ihr allererstes Buch lesen möchte, was sie als Self-Publisherin veröffentlicht hat. Und ja, sie hat mir dann auch gleich die Leseprobe mitgeschickt, mir erzählt, worum es in diesem Buch geht. Und das habe ich mir dann natürlich auch alles gleich durchgelesen und habe dann zu der lieben Kessia gesagt, dass ich ihr Buch sehr, sehr gerne rezensieren möchte. Denn ich habe schon sehr, sehr lange kein Self-Publisher-Buch mehr gelesen und rezensiert. Es wird einfach mal wieder Zeit. Wir wollen ja auch die Self-Publisher ein bisschen unterstützen. Und ja, außerdem ist die Kessia eine Abonnentin von mir. Und das schon sehr, sehr lange. Also ich kann mich erinnern, dass sie schon vor sehr langer Zeit bei mir hier Abonnentin war. Und es freut mich dann natürlich immer, wenn mir Abonnenten erzählen, dass sie jetzt selber ein Buch geschrieben haben, was sie das jetzt veröffentlichen. Und ja, wenn ich dann unterstützen kann, dann mache ich das natürlich gerne, gerade wenn es solche lieben Abonnenten sind wie die Kessia und auch immer mal Kommentare schreiben und alles, dann mache ich das doch sehr, sehr gerne. Und liebe Kessia, wenn du das hier siehst, vielen, vielen Dank für das zugesandte Buch. Ich weiß, dass es als Self-Publisher nicht leicht ist. Ich weiß, dass es auch teilweise echt teuer ist, alles als Self-Publisher. Deswegen danke, 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 dass du mir das Buch zugeschickt hast. Das zeige ich euch jetzt. Und zwar ist das Schätzchen hier.
Wie der Klang deines Herzens von C.S. Bieber oder C.S. Bieber, also von der lieben Kezia. Und ich muss sagen, das Cover ist mega schön. Das ist das Erste, was ich eben gesehen habe. Das Cover, wow, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, wie gesagt, ich habe die Leseprobe gelesen und die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich würde euch mal vorlesen, worum es in diesem Schätzchen hier geht, bevor ich das nämlich wieder vergesse. Und ja, wir machen das als Erstes gleich. Die Musik verbindet ihre Seelen. Das Schicksal trennt ihre Herzen. Die Balletttänzerin Lea hat das Gefühl, nirgendwo hinzupassen, bis sie den Cellisten John kennenlernt. John, der ihren Traum an der Juilliard zu studieren, teilt. Doch nicht nur seine Musik lässt ihr Herz höher schlagen, sondern auch seine eisblauen Augen lösen ein verbotenes Kribbeln in ihrem Bauch aus. Verboten, weil Lea einen Freund hat. Der Cellist John hat bisher nur für die Musik gelebt und sich zu verlieben gehörte nicht zu seinen Plänen. Doch als Lea zum ersten Mal zu seiner Musik tanzt, ist es um ihn geschehen. John weiß, dass er Lea seine Gefühle nicht gestehen darf. Doch als ihr Herz in tausend Stücke bricht und das Schicksal sie auseinanderreißt, fasst er den Mut, um sie zu kämpfen. Aber hat ihre zarte Liebe überhaupt eine Chance? Und ich finde, das klingt nach einer richtig tollen Geschichte. Also ich will gucken, dass ich das Schätzchen jetzt ganz, ganz schnell lesen kann und euch dann auch meine ehrliche Meinung wie immer dazu sagen kann. Und ja, ich freue mich hier schon drauf. Und es war nicht nur das Schätzchen hier in dem Paketchen mit drin, sondern ich habe auch noch einen ganz lieben Brief von der Kezia bekommen und dann war da auch noch mit drin so ein ganz, ganz tolles Lesezeichen. Ich finde das echt schön, das Lesezeichen. Das gefällt mir richtig gut. Und dann waren noch Karten in dem Buch. Warte mal, da fehlt doch noch eine Karte. Wo ist die denn? Ach, die ist im Buch noch drin. Hier. Ja. Dann war noch dabei diese Karte hier. Ich weiß nicht, stellt die Kamera sie jetzt scharf? Da. Ich halte sie mal so rein. Die war noch dabei. Ihr könnt ja kurz auf Pause drücken, wenn ihr das lesen wollt. Dann, ja, war noch die Karte hier dabei. Fokussier mal, Kamera. So. Da, jetzt. Haha. Und die Karte hier war noch dabei. Ich muss sagen, dass ich das Cover hier auch echt schön finde. Das hat irgendwas. Gefällt mir. Gefällt mir, gefällt mir. Wie gesagt, das Lesezeichen hat sie noch mit reingetan. Und einen kleinen Brief für mich. Und ja, ich muss Kezia ja auch noch eine E-Mail schreiben, dass ihr Buch angekommen ist. Ich glaube, das schaffe ich heute alles nicht mehr. Ich glaube, ich gehe jetzt gleich in mein Bett. Und ich glaube, die restlichen Kommentare, die auf YouTube noch fehlen, müssen jetzt doch bis morgen warten. Aber das habe ich euch ja gerade eben erzählt in dem Video, was ja jetzt nicht mehr existent ist. Also ich habe gerade erzählt, dass ich eben noch ein paar Kommentare beantwortet habe, aber dass ich immer noch es nicht geschafft habe, mich durch alle Kommentare zu wühlen. Ich wollte das jetzt eigentlich noch fertig machen heute Abend, aber dann habe ich gelesen. Ich habe tatsächlich gelesen und dann, da bin ich nicht mehr zu den Kommentaren jetzt gekommen. Also sind immer noch ein paar, die ich beantworten muss und ich bin gerade noch dabei, meine ganzen Accounts aufzuräumen und jetzt habe ich gerade auf Instagram auch wieder eine Antwort bekommen. Also ich bin gerade dabei, wie gesagt, auf Instagram, auf YouTube die E-Mails alle noch zu beantworten und ja, mich quasi da durchzuwühlen, denn gerade wo es um das Thema aus dem letzten Weekly Living geht, möchte ich jedem schon wenigstens ein kleines Dankeschön dalassen, der mir da so liebe, motivierende Worte gesagt hat und das waren echt viele von euch und ja, ich hatte es ja schon gesagt, danke für die lieben, vielen Worte und die tolle Unterstützung und ja, ich habe die Kommentare auf jeden Fall alle gelesen, auch wenn ich nicht auf alle richtig geantwortet habe, sondern immer nur dieses Herzchen angeklickt habe, aber wirklich dieses Herzchen kommt von Herzchen. Also wirklich, vielen, vielen Dank, Leute, nochmal. Und ja, wie gesagt, ich bin noch dabei, die letzten Kommentare jetzt zu lesen. Ich hoffe, dass ich morgen dazu komme, das alles dann up to date zu kriegen. Und dann, ja, tschakka, sind wir hoffentlich wieder up to date. Ja, gelesen. Ich habe heute gelesen. So, so viel zu dem Thema. Ha, guter Themenwechsel. Ha, so. Ja, also ich habe auch, wie ich gerade schon sagte, endlich mal gelesen heute. Und zwar habe ich das Schätzchen hier endlich beendet. Ich habe das vor dem Umzug noch angefangen. Ich glaube, eine Woche vor dem Umzug oder so habe ich es begonnen. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich musste mal auf Goodreads gucken. Und jetzt habe ich es endlich beendet. Ich habe ja am Freitag vor dem Umzug, also am 6. März, habe ich ja, glaube ich, noch Requiem beendet. Und danach habe ich nichts mehr gelesen. Bis heute. Bis zum 18. März. Also ich habe jetzt ganze 12 Tage nicht gelesen.
Null. Ich hatte einfach keinen Kopf dazu. Ich hatte, wenn ich mal Zeit hatte, 5 Minuten für mich, hatte ich nicht die Ruhe zum Lesen. Es ging einfach nicht. Und heute war der Tag der Tage, als ich dachte, jetzt ist es soweit. Du musst endlich wieder lesen. Und das habe ich gemacht. Ja, und es hat sich so gut angefühlt. Es hat sich so gut angefühlt. Und ich will jetzt auf jeden Fall endlich wieder in meinen Lesefluss kommen. Ich habe keinen Bock mehr auf dieses... Alles ist anders, alles ist neu, alles ist komisch. Ich will endlich wieder meinen Alltag und meinen Rhythmus kommen. Und ja, das habe ich mir jetzt ganz fest vorgenommen, so für mich. Aber ich merke, ich komme langsam wieder zur Ruhe und so langsam finde ich auch meine innere Mitte wieder hier nach dem ganzen Stress. Und ja, alles wird gut. So, auf jeden Fall habe ich das Schätzchen hier beendet. Das ist eine richtig süße Liebesgeschichte. Zählt für mich allerdings in die Kategorie süße, niedliche Liebesgeschichte. Es ist keine sehr dramatische Geschichte. Es ist keine Geschichte, die einen besonders ans Herz geht. Und falls ihr euch wundert, warum ich immer so zwinker, mir juckt das Auge schon die ganze Zeit. Und ja, also es ist keine Geschichte, die einem jetzt besonders nahe geht, die einem jetzt besonders im Herzen bleibt. Nee, es ist einfach eine richtig süße Geschichte mit alltäglichen Problemen auch wieder. Unsere Protagonistin hat hier natürlich so aufgrund ihrer Vergangenheit so ein paar Schwierigkeiten mit sich und ihrem Selbstbewusstsein. Aber das sind so normale Dinge, die ich auch von mir halt auch kenne. Aus bestimmten Situationen nimmt man Sachen raus, was man nicht unbedingt machen sollte. Aber die tun einem halt doch zu Herzen gehen. Und ja, mit solchen Sachen hat halt unsere Protagonistin so ein paar Problemchen. Und auch der Love Interest Wyatt in dem Buch hat durch seine Vergangenheit es nicht leicht. Und ja, aber es sind so alltägliche Sachen. Also wie gesagt, es ist jetzt keine Geschichte, die von sehr viel Drama lebt, von sehr viel... Ja, Drama einfach. Entschuldigung, es ist schon spät und mir fällt gerade kein anderes Wort mehr ein. Und ja, also diese Geschichte, wie gesagt, ist jetzt nicht sehr herzergreifend, nicht sehr dramatisch. Es ist eine süße, niedliche Liebesgeschichte. Ich mag sowas ja gerne zwischendurch und ja, deswegen kann ich auch nur sagen, wer sowas gerne liest, schaut euch das Schätzchen hier an. Den kann ich mir übrigens auch die ganze Reihe nur empfehlen. Ja, ich muss mal kurz meine Kamera auf dem Knie abstellen. So langsam... kann ich meinen Arm nicht mehr halten. Es ist schon spät, wie gesagt. Es ist gleich 10:30. Ja, es ist gleich 10:30 und mein Mann müsste auch gleich nach Hause kommen. Ja, nachdem ich dann das Buch fertig gelesen habe, habe ich heute noch ein neues angefangen. Und mein Fernseher läuft noch im Hintergrund. Also falls sich hier das in der Brille spiegelt, nicht wundern. Ja, ich habe noch angefangen... Schatten der Erinnerung, das ist der 3. Teil der 2. Staffel der Gestaltenwandler-Reihe. Die 2. Staffel heißt der Age of Trinity, also das ist der 3. Teil davon. Und ja, den habe ich jetzt noch angefangen zu lesen, da bin ich auf Seite 54. Oh, Entschuldigung, oh, wie gesagt, das ist schon spät. Und bei dem anderen Buch waren es ungefähr noch 120 Seiten, die ich noch gelesen habe heute. Also ich habe halt ordentlich was geschafft. Und ja, das ist das Buch, was ich jetzt als nächstes lese. Danach, denke ich mal, werde ich das Buch dann von der Kessia lesen, dass ich euch dann auch die Rezi sehr, sehr zeitnah noch hochladen kann und euch die Rezi noch drehen kann. Und danach habe ich hier noch Hard Love liegen von Lauren Blakely, das will ich auch endlich mal noch lesen. Dann muss ich noch Lieb mich für immer endlich mal kaufen von Katinka Engel, das habe ich auch noch nicht gemacht. Das neue Buch von Bianca habe ich auch noch nicht gekauft, also von Bianca Josivoni, das muss ich auch noch kaufen. Es ist durch den Umzug alles irgendwie hier komplett raus. Aber ich kann diesen Monat keine Bücher mehr kaufen. Ich muss warten, bis es Geld gab. Der Umzug war sehr teuer. Jetzt fängt der Akku auch noch an zu blinken. Na, schöne Kacke. Jetzt muss ich mich beeilen. Auf jeden Fall ist das, was Lesen betrifft, alles, was ich auch sagen kann. Wie gesagt, die Bücher will ich mir auf jeden Fall noch holen. Das von Bianca und Katinka Engel. Ja, ansonsten... Ich arbeite seit gestern auch übrigens zu Hause, was absolut ungewohnt ist. Ich habe ja früher schon mal im Homeoffice gearbeitet, bevor unsere Firma ja verkauft wurde. Dann wurde das Ganze ja nicht mehr angeboten und jetzt aufgrund der Situation dürfen wir seit gestern zu Hause arbeiten. Und das ist total merkwürdig, jetzt auf einmal wieder hier zu Hause zu sitzen und zu arbeiten. Vor allen Dingen, der Stinker versteht das nicht. Der denkt sich so, geil, Mama ist jetzt wieder zu Hause. Jetzt können wir wieder den ganzen Tag spielen. Und dadurch, dass wir ja letzte Woche Urlaub hatten und da halt auch Zeit für Milo übrig hatten, um halt mit ihm tagsüber auch viel zu spielen und so, denkt er jetzt halt, geil, die ist weiterhin zu Hause. Das heißt, wir können auch weiterhin spielen. Und ich muss ihm jetzt erstmal irgendwie erklären, dass das nicht geht. Erklärt das mal dem Hund.
Ich meine, jetzt seit seiner OP ist er ja sowieso recht ruhig. Und ja, wir waren gestern nochmal beim Tierarzt. Und es ist alles in Ordnung mit seiner Wunde. Die heilt sehr, sehr gut. Es ist nichts geschwollen, es ist nichts entzündet, es nässt nichts. Also es sieht alles super aus. Und nächste Woche Mittwoch gehen wir nochmal zum Tierarzt und dann kommen die Fäden raus. Und ja, ansonsten gibt es, glaube ich, auch erstmal nichts weiter zu erzählen. Ich überlege gerade, ob ich eben in meiner ersten Aufnahme noch irgendwas erzählt habe. Videos drehen, seht ihr, das war noch so ein Schlagwort. Videos drehen. Ich muss am Wochenende auf jeden Fall noch meinen Lesemonat von Februar machen und meine Neuzugänge von Februar, das packe ich wieder in ein Video. Ich habe überlegt, ob wir das irgendwie lustig benennen wollen, weil das ist ja Lesemonat und Neuzugänge. Das klingt irgendwie, das klingt irgendwie sehr lang, Lesemonat und Neuzugänge Februar 2020. Und ich habe halt überlegt, ob wir nicht eine coole, fancy Abkürzung dafür finden würden. Ich muss mal überlegen, ob wir dafür irgendwie ein Kürzel finden, dass wir das irgendwie benennen können, wenn wir das immer zusammenpacken. Weil ich kaufe ja jetzt im Moment nicht so viele Bücher. Da lohnt sich ja ein extra Neuzugänge-Video nicht. Ja, ich gehe mal in mich, ansonsten heißt es wieder Lesemonat und Neuzugänge Februar 2020. Das will ich noch drehen. Dann wolltet ihr ja meinen Sub unbedingt nochmal sehen. Das hatte ich auch schon sehr, sehr lange auf meiner Agenda. Ansonsten ein Bücherregal-Update. Falls ihr eins wollt, könnte ich noch machen. Und ich wollte fragen, weil doch ein, zwei Leute geschrieben hatten wegen Tags, dass sie sich freuen, dass ich mal wieder einen Tag gemacht hatte, hier den Entweder-Oder-Tag. Wollt ihr mal wieder mehr Tags sehen? Soll ich alte Tags nochmal machen? Gibt es Tags, die ihr gesehen habt, wo ihr sagt, hey, das wäre cool, wenn du die Fragen auch mal beantwortest? Dann ab in die Kommentare damit, falls ihr mehr Tags sehen wollt auch. Und ja, ansonsten müsste ich nochmal auf meine schlaue Liste gucken. Entschuldigung. Was es noch als Videos gab, was ich noch machen wollte. Irgendwas war es noch. Ich komme nur gerade nicht drauf. Ich weiß es nicht. Aber irgendetwas wollte ich noch drehen. Aber sowas fällt einem ja dann immer ein, wenn man es nicht braucht und dann absolut nicht dran denkt. Aber jetzt am Wochenende definitiv erstmal Lesemonat Neuzugänge Sub. Das ist das, was ich mir auf den Plan geschrieben habe fürs Wochenende. Und ja, ansonsten gibt es jetzt eigentlich auch nicht viel zu erzählen. Uns geht's gut soweit, also keiner krank. Wie gesagt, Milo geht's gut, mit seiner Narbe ist alles gut. Meiner Mom geht's gut, mir geht's gut, meinen Großeltern geht's gut, meine Mama ist gesund. Der Einzige, der flach liegt, ist mein Bruder mit einer Grippe. Aber der hat eine normale Grippe, keine Corona-Grippe. Aber ich habe meinen Bruder auch schon seit Wochen nicht gesehen. Und meine Mom hat ihn auch schon seit Wochen nicht gesehen. Und von daher können wir uns, selbst wenn wir ihm nicht irgendwie angesteckt haben. Also von daher, Corona-Front scheint alles gut zu sein. Ach ja, und nächste Woche wollen noch die Dachdecker kommen, um hier die Scharniere von den Fenstern noch auszutauschen. Und ich darf nicht vergessen, dass ich die Dachdecker frage, wie ich die Fenster nach innen kippen kann, damit ich sie putzen kann. Weil so wie ich die Dachfenster momentan kippen kann, kann ich sie nicht putzen, weil ich sie so nach außen kippe und da komme ich ja nicht ran. Und von unten komme ich auch nicht ran. Und ja, die kann man aber irgendwie auch nach innen kippen. Da muss ich die mal fragen, wie das geht. Sonst kann ich hier niemals Fenster putzen und das wäre richtig blöd. So, und jetzt höre ich auf, euch voll zu labern, bevor der Akku komplett abschmiert. Ich sag mal, bis dann. Hallo, es ist Samstag und heute ist der 21. März und ich habe gerade meinen Lesemonat und meine Neuzugänge abgedreht und ich dachte mir, jetzt habe ich hier gerade einmal alles aufgebaut. Ich bin mal halbwegs ansehnbar. Ich melde mich nochmal bei euch. Im Prinzip kann ich euch nicht so viel erzählen, es ist nicht so viel passiert. Ich bin ja seit Dienstag im Homeoffice und eigentlich nur zu Hause. Ich bin heute früh mal einkaufen gegangen in die Kaufhalle hier bei uns und ja, habe zwei, drei Sachen eingekauft. Es war schon mega voll bei uns in der Kaufhalle heute früh. Waren wieder die Horter unterwegs. Ey, da sind Leute mit so mega voll gefüllten Einkaufskörben raus, wo ich mir einfach nur denke so, wow, warum? Ich habe meine drei Sachen mit meinem Körbchen da gekauft und bin wieder gegangen. Also ich mache jetzt hier auch keine Panikwelle, weil warum? Also ich, das wird schon alles gut gehen. Irgendwie werden wir das überstehen. Deswegen, wir haben auch kein Klopapier gehortet.
Das Einzige, wo wir uns jetzt einen kleinen Vorrat angelegt haben, ist Milch, weil wir beide extreme Milchtrinker sind. Und wenn uns dann die Milch ausgeht, wäre kacke. Aber Milch hält sich ja auch ewig. Naja, auf jeden Fall war ich heute früh mal kurz einkaufen. Ansonsten habe ich die ganze Woche außer zur Gassi-Runde mit Milo das Haus nicht verlassen. Deswegen ich euch auch nicht viel erzählen kann. Ich habe die ganze Woche nichts gemacht, außer halt gearbeitet. Ich habe, während wir gearbeitet haben, habe ich auf meinem privaten PC immer noch Skype aufgemacht und mit meiner Arbeitskollegin geskypt, weil es ist irgendwie echt schon krass, wenn du den ganzen Tag alleine zu Hause sitzt, so null Kontakt hast zu anderen. Man vereinsamt da schon irgendwie sehr schnell und gerade da wir es auf Arbeit ja auch gewohnt sind, uns untereinander immer auch mit Dingen abzusprechen, ist das halt schon schwierig dann, wenn man da so gar keinen Kontakt hat. Vor allen Dingen da dieses virtuelle Telefon, was wir auf unseren PCs haben, so überhaupt nicht funktioniert. Da hast du so eine 50-50 Chance, ob der Anruf bei dir auch ankommt und durchgestellt wird und ob es überhaupt klingelt. Also das ist Katastrophe. Und deswegen skype ich mit meiner Arbeitskollegin so nebenbei immer ein bisschen und dass wir ein bisschen quatschen können einfach nebenbei über Gott und die Welt, weil das ist sonst einfach echt strange. Also ich kann euch das, falls ihr im Homeoffice seid, auch nur empfehlen, wenn ihr noch einen privaten Rechner habt, wenn ihr nicht über euren Arbeits-PC skypen könnt oder so, skype mit eurem Arbeitskollegen nebenbei. Und wenn ihr beide nur stumm vor euch herarbeitet, gerade und euch nichts erzählt, aber dieses Gefühl, da ist jemand, das ist schon sehr, sehr viel wert. Das habe ich die Woche echt gemerkt. Und meine Arbeitskollegin hat das auch gesagt. Also wir werden das auch nächste Woche wieder so machen, dass wir einfach früh Skype anschmeißen und den Rechner laufen lassen. Und auch wenn wir, wie gesagt, nur stumm vor uns hinarbeiten und nicht jetzt dauerhaft miteinander quatschen, geht ja auch nicht, wir müssen ja auch arbeiten. Es ist trotzdem gut zu wissen, dass jemand da ist, wenn man jetzt halt auch gerade mal eine Frage hat, dass man sagen kann, hey, hier, wie sieht's denn aus, so und so. Und das finde ich, ist für mich schon sehr, sehr viel wert gewesen die Woche. Ja, ansonsten ist nichts passiert. Ich habe ein bisschen gelesen und zwar lese ich ja gerade das letzte Buch der Gestaltwandelreihe, Band. Ich glaube 19 war es, ne? Ich glaube der 19. Teil ist das insgesamt und ich bin jetzt so bei der Hälfte. Ich habe eben, bevor ich jetzt gedreht habe, noch ein bisschen gelesen und ja, ich muss sagen, mir gefällt die Geschichte bisher sehr, sehr gut. Nalini Singh schafft es immer wieder, neue Dinge in ihre Geschichten einfließen zu lassen, weil man denkt sich so dann irgendwann mit dieser riesigen Hintergrundgeschichte, die ja noch erzählt wird, was soll denn da jetzt noch kommen? Und Nalini Singh schafft es einfach immer wieder, sich neue Dinge einfallen zu lassen und dass die Geschichte halt auch nicht langweilig wird einfach. Und ja, ich mag die Geschichte wieder total. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Memory. Memory ist unsere Protagonistin in dieser Geschichte, aber ich finde auch Alexei sehr, sehr toll. Und ich mag ja generell dieses medialen Menschen, Gestaltenwandler, diese Mischungen, diese Reihe finde ich einfach sehr, sehr toll. Wobei ich sagen muss, dass ich finde, dass die Menschen in der Reihe bisher so ein bisschen untergegangen sind. Also es dreht sich immer hauptsächlich um die medialen und um die Gestaltenwandler. Ich hätte aber ehrlich gesagt mal wieder gerne eine Geschichte, wo ein normaler Mensch so mit eine Rolle spielt. Das hat man jetzt sehr, sehr lange nicht gehabt und das vermisse ich so ein bisschen und ich hoffe einfach, dass das in den nächsten Teilen mal irgendwie wieder mitkommen wird. Und ansonsten, ich fand die Geschichte wieder ganz toll und mir gefällt sie bisher sehr gut. Ich werde heute auf jeden Fall auch noch ein bisschen weiterlesen und ansonsten kann ich euch eigentlich nicht viel erzählen. Ich musste gestern Abend, für alle, die vielleicht den Stream geguckt haben, gestern am Freitag, den 20. Ich musste den Stream gestern Abend leider kurzfristig beenden. Milo saß auch die ganze Zeit hier und hat gequietscht und ich habe gedacht, was hat er denn nur? Und habe gedacht, er muss nochmal pullern und dann wollte er aber nicht pullern und es ist für ihn halt total untypisch, abends dann halt nochmal rauszuwollen, weil er nochmal groß muss. Das muss der eigentlich nicht. Naja, auf jeden Fall waren wir dann um 11:30 nochmal draußen, hat er nochmal sein Geschäft gemacht und dann sind wir ins Bett gegangen und dann heute früh 2:30 musste er nochmal raus, dann waren wir nochmal draußen und dann hat er nochmal sein Geschäft gemacht und es war nochmal Durchfall und ich habe keine Ahnung, was das ausgelöst hat. Absolut kein Plan. Es war alles wie immer, er hat das gleiche gegessen wie immer, wir haben alles gemacht wie immer, ich keine Ahnung, woran das lag. Naja, auf jeden Fall, heute früh war alles gut. Da war mein Mann mit ihm draußen, da hat er gesagt, er hat natürlich dann nicht gemacht heute früh, weil war ja auch nichts mehr drin. Und hat heute früh auch nochmal gefressen und bis jetzt ist auch alles gut. Also ich werde jetzt gleich mit ihm rausgehen, aber es ist jetzt halt auch normale Gassi-Zeit. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, wir müssen jetzt halt schon wieder. Keine Ahnung, was das war, aber da gibt es den Menschen wie den Leuten und den Hunden wie den Menschen, ne? Manchmal ist das halt einfach so, da hat man halt einfach mal so ein, da feuert es halt einfach mal durch. So ist es. Ansonsten
geht es Milo, wie gesagt, wieder gut. Also alle, die gestern Stream geguckt haben und sich vielleicht gedacht haben, oh, oh, was ist mit dem Hund? Also ist alles wieder gut. Er hatte einfach mal ein bisschen Flitzekacke. Ich weiß nicht, warum. Ja, ansonsten, ich werde jetzt, wie gesagt, mit Milo Gassi gehen, eine Runde spazieren und dann noch meine Wäsche machen und meinen Haushaltskram machen. Mein Mann schläft auch noch. Dann werde ich den Lesemonat und die Neuzugänge schneiden und fertig machen, dass das morgen online gehen kann. Ich versuche mich gerade von Corona nicht kürre machen zu lassen und Ruhe zu bewahren. Ich versuche mich an die Vorgaben zu halten, halt nicht unnötig rauszugehen und alles Menschenmassen zu meiden, mich mit niemandem zu treffen und ja, mich gemäß Hashtag wir bleiben zu Hause daran auch zu halten. Denn ich finde, man sollte das schon ernst nehmen, was gerade hier los ist, einfach um diese Verbreitung ein bisschen zu verhindern. Aber ich denke, man sollte jetzt nicht in Panik verfallen. Also von daher, ja, ich versuche mich gerade von Corona nicht kürre machen zu lassen, was gar nicht so leicht ist, da mein Mann halt auch immer noch auf Arbeit geht und der da halt auch so ein bisschen, der zählt zur Risikogruppe, deswegen ist der so ein bisschen angespannt im Moment. Und ja, aber alles wird gut und wir gucken jetzt einfach, dass wir das hier alles heil überstehen. Und ich hoffe auch, ihr bleibt mir alle schön gesund. Ich finde, wir können alle was dafür tun, dass das alles ein bisschen eingedämmt wird. Und ich finde auch, wir sollten da uns auch alle schon irgendwie dran halten. Irgendwie, aber wir sollten halt nicht in Panik verfallen. Das finde ich halt wichtig. Und damit ende ich jetzt auch. Amen. Und die Mutti hat gesprochen. Ich höre jetzt auf, euch voll zu labern. Und ich würde sagen, ich melde mich die Tage nochmal. Und dann beenden wir dieses Weekly Living, wenn ich mich gemeldet habe. Vielleicht morgen oder Montag oder so. Und dann, glaube ich, ist dieses Weekly Living wieder extrem lang. Bestimmt eine Stunde oder so. Aber egal. Egal, egal, egal. So. Ich bin raus und sage bis zum nächsten Mal. Tutu. Hallo, ich noch mal ganz kurz. Es ist immer noch der gleiche Tag wie eben der Abschnitt. Ich habe jetzt nur gerade alles geschnitten und fertig gemacht und habe schon mal die Dateien für das Weekly Living jetzt gerade ins Schnittprogramm geladen und habe jetzt gesehen, dass ich jetzt schon bei 1 Stunde 10 Rohmaterial bin. Und deswegen habe ich gedacht, ich werde das Weekly Living dann doch heute schon beenden und dann lieber morgen ein neues anfangen oder übermorgen. Und ja, sonst wird das Video tatsächlich irgendwann mal 2 Stunden lang und das wollen wir ja nicht. Ja, ich werde, wie gesagt, jetzt nach diesem Abschnitt das Weekly Living beenden. Dann kann ich das jetzt übers Wochenende noch mit fertig machen und dann vielleicht am Mittwoch oder so schon hochladen. Ich muss mal gucken, wenn ich es schaffe und fange dann, wie gesagt, neues Weekly Living an. Und ich wollte euch aber auf jeden Fall auch noch was erzählen, denn ich habe ja über Akronyme nachgedacht für den Lesemonat und die Neuzugänge, wie man das zusammen irgendwie benennen könnte, dass das nicht immer Lesemonat und Neuzugänge Februar 2020 heißt, weil das schon ganz schön lang ist, finde ich. Und ich finde ja so Abkürzungen und sowas ganz cool und so Wortspiele. Und ja, ich habe jetzt halt gerade da gesessen und überlegt, während ich jetzt hier gewartet habe, dass das Video fertig wurde. Und da fiel mir doch ein, man könnte doch einfach das Ganze abkürzen mit Lemon, wie die Zitrone. Also also Le-Mo für Lesemonat und das N für die Neuzugänge. Lemon. Was sagt ihr dazu? Ich finde das eigentlich ganz cool, wenn wir das in Zukunft einfach nur noch Lemon nennen. Lesemonat und Neuzugänge, weil dann muss ich nicht mehr so viel schreiben und das ist nicht mehr so ein übelst langer Text. Und es wisst auch wahrscheinlich dann nur ihr, die immer die Videos guckt und ja, für euch mache ich das Ganze ja. Was mit den anderen ist, das ist ja egal, das hat man ja letztens geklärt. Also von daher, ja, was sagt ihr denn zu Lemon? Wie findet ihr das? Findet ihr das gut? Findet ihr das doof? Ich weiß nicht, ich finde es irgendwie eigentlich ganz cool. Was anderes ist mir dann nicht noch eingefallen außer Lemon, aber ich habe mir gedacht, Lemon ist eigentlich schon ganz nice. Ja, schreibt mir auf jeden Fall gerne mal unten in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Ansonsten, ich glaube, die Seite ist es, versuche ich euch da irgendwie so ein Gedönse einzublenden, so ein Abstimmungsding, wenn ich es hinkriege. Ja, ich glaube, es ist die Seite oder es ist die Seite. Auf eine von beiden Seiten auf jeden Fall blende ich euch das Ganze ein. Und wenn ich es hinkriege, ansonsten schreibt es in die Kommentare. Und ja, dann beenden wir das Weekly Living jetzt an dieser Stelle auch einfach. Und ja, ich habe eben gesehen, dass ich Leute einfach blockieren kann, dass die keine Kommentare mehr schreiben können. Denn viele von euch hatten ja geschrieben, kannst du nicht die Leute einfach wegbannen und dass sie nicht mehr kommentieren können und sowas. Und ich habe es halt gerade einfach mal geguckt. Und ich kann tatsächlich Leute sperren, dann können die zwar die Videos noch gucken und disliken, aber sie können keine Kommentare mehr schreiben. Und das werde ich jetzt in Zukunft auch machen. Ich werde alle negativen Kommentare, die gegen meine Person gehen, ja, die werde ich jetzt einfach löschen und den Benutzer sperren, dass er zwar die Videos noch gucken, aber nicht mehr kommentieren kann. Ich weiß, dass das ein bisschen hart ist, aber wir hatten ja drüber gesprochen, über mein Seelenwohl und ja,
bevor ich jetzt hier wieder eine Selbstfindungskrise kriege und wieder keine Lust mehr habe, Videos zu machen und denke, ich schmeiß doch am besten das alles hin und ihr müsst mir wieder 150 E-Mails schreiben und Kommentare und keine Ahnung was, damit ihr mich wieder aufgebaut kriegt. Damit wir uns das Ganze einfach sparen, dachte ich mir, werde ich das in Zukunft zur Hand haben, dass ich sinnlose, blödsinnige Kommentare wie bäh, du bist kacke oder bäh, deine Meinung stinkt oder keine Ahnung was. Ich werde diese Kommentare einfach weglöschen und den Benutzer sperren und dann ist Feierabend, dann kann diese Person nicht mehr kommentieren. Wenn ich jemanden von euch mal sperre, damit wir das gleich vorab mal besprochen haben, falls ich einen von euch sperre und ihr sagt, jetzt ist es nicht gerechtfertigt, ich finde das uncool und so, schreibt mich bitte persönlich an. Ihr könnt auf YouTube direkt Nachrichten schreiben, ihr könnt mich auf Instagram jederzeit erreichen oder mir auch eine E-Mail schicken, dann schreibt mich gerne an, dann können wir darüber gerne sprechen, das Ganze ausdiskutieren. Dann kann ich ja diese Sperre auch wieder rausnehmen, aber wir hatten ja eigentlich drüber gesprochen, über konstruktive Kritik und nicht einfach nur so ein Dahingeflatsche von irgendwelchen Kacke, deine Meinung ist scheiße. Aber ich denke, wenn ich das so mache, ist das doch eigentlich ganz okay. Wie gesagt, es sind die wenigsten, die so einen Blödsinn ablassen, aber es verunsichert doch manchmal 1, 2 Leute hierher auf diesem Kanal. Und damit wir das einfach einmal geklärt haben für die Zukunft. Jeder, der Scheiße schreibt und mich angeht, meine Person angeht und irgendwelche sinnlosen Sachen einfach reinschreibt, die ich nicht verstehe. Wenn ich Nachfragen habe, gebe ich der Person auch Zeit, gerne nochmal darauf zu reagieren. Und wenn sie es nicht tut, wird sie dann auch einfach gesperrt. Ganz einfach. So, wir müssen jetzt hier ein bisschen härter durchgreifen. Es ist leider so, unsere Gesellschaft ist nun mal leider eine Gesellschaft, die nicht freundlich miteinander umgehen kann. Teilweise habe ich das Gefühl und das wird gerade hier mit Corona irgendwie gefühlt immer schlimmer. Und ja, deswegen machen wir das jetzt so und ich beende jetzt dieses Weekly Living an dieser Stelle und ja, ich werde jetzt das Video, was am Morgen online geht, den Lesemonat und die Neuzugänge nochmal so nennen, Lesemonat und Neuzugänge, aber stellt euch mal vor, da würde Lemon stehen. Wie fändet ihr das? Also vielleicht sagt ihr auch alle, boah, das ist voll kacke, das finde ich total doof, dann schreibt es auch gerne in die Kommentare. Ich muss es ja wissen, aber ich fand das halt gerade eigentlich so als Abkürzung gar nicht so schlecht. Andere Vorschläge nehme ich auch gerne entgegen, schreibt es gerne unten rein. Und damit sage ich jetzt einfach mal, ich bedanke mich bei euch immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.